Servus! Wir sind Nina und Tom und wir waren während unserer Weltreise auch 2 Monate in Indonesien unterwegs. Falls du also gerade eine Indonesien-Rundreise planst, bist du hier genau richtig. Wir erklären dir nämlich, wie du ein paar der coolsten Inseln schlau miteinander kombinieren kannst für eine 3-wöchige Reise. Und neben der bekannten Insel Bali ist nämlich auch ein Abstecher nach Java, Lombok oder Komodo mit dabei. Also eine sehr abwechslungsreiche Route. Viel Spaß! Servus! Wir sind Nina und Tom. Wir lieben das Reisen, denn wir finden, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, auf Weltreise zu gehen. Wenn du auch Lust hast auf Abenteuer und Reisetipps, dann abonnier gern unseren Kanal und begleite uns. Nachdem wir dir im vorherigen Video schon die Highlights in Indonesien vorgestellt haben, konzentrieren wir uns jetzt in dem Video auf die Reiseplanung. Das heißt konkret, wir beantworten Fragen wie, wann ist die beste Reisezeit, wie kommt man in Indonesien von A nach B, welche Orte oder welche Inseln sollte man jetzt einplanen und wie sieht jetzt konkret so eine 3-wöchige Reise aus? Ja, und keine Sorge, du musst nicht alles händisch mitschreiben. Wir haben nämlich alle Tipps und die Routen auf unserem Blog zusammengefasst. Alle Artikel dazu findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zur An- und Einreise. Die ist eigentlich ganz einfach. Von allen deutschen großen Flughäfen könnt ihr über 1 bis 2 Zwischenstopps entweder nach Bali oder zum Beispiel Jakarta auffliegen. Die Flugpreise sind oftmals günstiger, wenn ihr nach Jakarta fliegt und von dort aus dann weiterfliegt mit einem günstigen Local-Flug. Zur Einreise, die ist eigentlich auch relativ easy. Ihr könnt vor Ort dann einfach ein Visa on Arrival beantragen. Das kostet 500.000 Rupien. Das sind so ungefähr ein bisschen mehr als 30 Euro und das gilt dann für 30 Tage. Das sollte eigentlich reichen für euren Urlaub. Falls ihr doch länger dort seid, dann müsst ihr das einmal verlängern. Das ist ein bisschen komplizierter. Indonesien ist natürlich riesig mit über 17.000 Inseln und so ist es auch, dass dann die beste Reisezeit ein bisschen variiert, je nach Ort. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Trockenzeit ist die beste Reisezeit und je weiter weg die Insel vom Äquator ist, desto stärkere Trocken- und Regenzeit gibt es auch. Also zum Beispiel Raja Ampat, das ist sehr nah am Äquator und dadurch hat die keine so ganz klare Trocken- und Regenzeit. Aber zum Beispiel Java, Bali, Lombok und auch Komodo, die haben eine ganz klare Trocken- und Regenzeit. Die Trockenzeit ist zwischen Mai und September und das ist dann auch die beste Reisezeit. Die Übergangsmonate April und Oktober sind aber auch sehr attraktiv, denn da ist Nebensaison, da ist nicht so viel los, es ist günstiger und es regnet häufig auch schon nicht mehr. Wir waren zum Beispiel im April und Anfang Mai und hatten eigentlich super Wetter erwischt und da war es einfach noch viel günstiger und auch noch viel leerer als jetzt zum Beispiel im Juli oder August. Da empfehlen wir eher die Monate zu meiden, denn dann ist es echt voll und auch relativ teuer, vor allem auf Bali. Beachtet auch zusätzlich noch das Zuckerfest, also das muslimische Zuckerfest und auch Ostern, denn dann reisen auch relativ viele Indonesier im Land rum, also die Zeit am besten auch meiden. Ja, wie kommt man jetzt in Indonesien am besten von A nach B? Da kommt es natürlich auch immer darauf an, auf welcher Insel man sich gerade befindet. Auf Bali beispielsweise kann man sich vor Ort, wenn man jetzt zum Beispiel in Ubud oder in Uluwatu ist, am besten einen Roller mieten, um damit die Umgebung zu erkunden. Der kostet so 4 bis 6 Euro am Tag und Rollerfahren ist dort auch relativ easy und entspannt. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Flughafen mit dem großen Gepäck dann von A nach B möchte, dann bucht man sich am besten ein Taxi oder auch einen Fahrer über die App Grab oder GoCheck. Die sind deutlich günstiger als jetzt die Taxis vor Ort. Allerdings funktioniert das mit den Apps nicht auf jeder Insel. Zum Beispiel auf Lombok, da wird es schon schwierig. Auf Java haben wir es leider auch nicht gesehen. Also da muss man dann doch eher auf die lokalen Taxis umsteigen und vielleicht ein bisschen verhandeln. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich einfach einen Fahrer für einen Tag mietet, wenn man jetzt nicht einen Roller mieten möchte. Die kosten so zwischen 40 bis 60 Euro am Tag. Da muss man auch einfach verhandeln. Die kann man entweder auch bei Grab, wenn man sich mal einen Fahrer gebucht hat, sich da einfach die private WhatsApp-Nummer von dem geben lassen oder man fragt einfach im Hotel nach. Oder man bucht sich direkt so geführte Mehrtagestouren. So haben wir es zum Beispiel gemacht auf Java. Dort hatten wir für 4 Tage einen Fahrer und auch einen Guide. Die haben mit uns einfach die Hotspots abgeklappert, die haben uns auch die Hotels vor Ort gebucht und uns einfach ein bisschen begleitet. Dann muss man sich nicht jedes Mal wieder einen extra Fahrer für den Tag suchen. Oder auch auf Komodo war es der Fall, dass wir einfach mit dem Boot so eine geführte Mehrtagestour hatten. Da mussten wir uns erst auch mal um nichts kümmern. Zwischen den Inseln, wenn die nicht allzu weit voneinander entfernt sind, kann man auch noch mit der Fähre fahren. Zum Beispiel kann man von Bali nach Java, von Bali nach Nusa Penida oder auch nach Lombok oder zu den Gili-Inseln ganz einfach mit der Fähre fahren.
Die Speedboote oder Fähren bucht man sich am besten bei 12GoAsia. Wir haben euch das auch im Blogartikel verlinkt. Kommen wir noch zur Währung, Sprache und auch dem Internet. Die Währung ist indonesischer Rupia, der Wechselkurs ist 1 zu 16.000. Das führt dazu, dass man halt schnell mal irgendwie mehrere Millionen für irgendeine Tour oder so ausgibt, was am Anfang wirklich verwirrend ist, weil man mit so großen Zahlen einfach nicht gewohnt ist, umzugehen. Zumindest wir nicht. Und vor Ort kann man dann eigentlich nur in den touristischen Hotspots mit Karte zahlen, aber auch da zahlt man dann oft 2-4% mehr. Deswegen würden wir euch empfehlen, hebt euch Bargeld ab, die ATMs sind nämlich immer kostenlos. Dann bei der Sprache ist es so, die sprechen natürlich Indonesisch, die meisten Leute, und meistens auch noch eine Local-Sprache. Basic English ist aber eigentlich gerade in den touristischen Regionen dann doch sehr verbreitet. Also da kommt ihr eigentlich gut mit Englisch durch. Und zum Internet noch ganz kurz. Telkomsel ist der beste Anbieter. Da gibt es aber zwei Tipps zu beachten. Der erste Tipp, holt euch am besten gleich eine SIM-Karte am Flughafen, auch wenn es teurer ist. Denn wir waren mal einmal im Telkomsel-Shop, da haben wir 2 Stunden gewartet und zum Schluss hat es dann nicht funktioniert, mussten uns dann doch eine am Flughafen holen. Und der zweite Tipp ist, bucht euch da einfach relativ das kleinste Paket dann am Flughafen, das ist das günstigste, denn ihr könnt später sehr komfortabel entweder über die App oder auch in jedem Supermarkt zu sehr günstigen Preisen einfach rechargen, falls euch das Internet dann doch nicht reicht. Falls euch unsere Tipps weiterhelfen, wir können es leider nicht oft genug sagen, dann abonniert unseren Kanal und lasst uns auch gerne einen Daumen nach oben da. Leider schauen viel zu viele immer noch unser Video, ohne dass sie uns abonnieren, aber es lohnt sich und ihr werdet es nicht bereuen, glaubt mir, denn wir bereisen noch weitere coole Länder und vielleicht inspirieren wir euch auch zur nächsten Reise. Kommen wir jetzt zur Beispielroute für 3 Wochen Indonesien. Falls ihr 2 oder 4 Wochen Zeit habt, dann schaut unbedingt auf unserem Blog vorbei. Da haben wir euch nämlich auch Routen für diese Zeiträume zusammengestellt. Ist unten alles verlinkt. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, es gibt Millionen von verschiedenen Routen für Indonesien, weil da gibt es einfach mal 17.000 Inseln. Aber unsere Beispielroute ist eine richtig coole Route, wo ihr dann die Vielfalt des Landes bestmöglich erkunden könnt. Und diese startet in Bali, da schaut ihr euch erstmal Ubud und Mundug an. Ubud ist ja relativ bekannt, Mundug ist eher ein Geheimtipp. Dann geht es rüber nach Java, da macht ihr eine 4-Tagestour, eine geführte 4-Tagestour, das hatten wir ja schon kurz erwähnt, und fliegt von dort dann aus weiter nach Komodo, wo ihr eine 3-Tages-Bootstour macht zu den coolsten Spots im Komodo Nationalpark. Abschließend seid ihr dann nochmal auf Nusa Penida, der Schwesterinsel auf Bali, und in Uluwatu, den Süden von Bali, wo ihr nochmal am Strand ein paar Tage entspannen könnt. So viel also jetzt zur groben Route. Wir wollen es euch aber natürlich noch ein bisschen detaillierter vorstellen, was euch jetzt bei den einzelnen Spots erwartet. Wenn ihr auf Bali landet in Denpasar, dann fahrt ihr erstmal mit dem Taxi ungefähr 2-3 Stunden nach Ubud, je nach Verkehr. Dort bucht ihr euch am besten ein cooles Hotel mit Blick auf die Reisterrassen. Unseres hieß, glaube ich, Kalma Ubud. Wir haben euch die Hotels auch übrigens unter dem Video verlinkt. Und dort könnt ihr nämlich zum einen dann easy ins Zentrum von Ubud. Das ist wunderschön, denn da gibt es verschiedene Shops, coole Cafés und Restaurants. Man kann dort auch abends durch die Gassen bummeln, was nicht selbstverständlich ist auf Bali, ohne dass man irgendwie vom Verkehr überrollt wird. Aber dort ist es relativ entspannt. Und ansonsten leiht ihr euch am besten einen Roller und erkundet einen Tag, fahrt ihr eher so Richtung Norden. Dort gibt es nämlich die Tengalaleng Reisterrassen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Die sind wunderschön auf so einem Hügel gelegen. Ihr könnt dort am besten gleich morgens durchspazieren und vielleicht dann sogar auch noch bei einem der coolen Beachclubs am Rand einkehren. Oder Dayclubs sind es. Dayclubs, meine ich ja. Oder ihr macht ein Kaffee-Tasting. Und beim Zurückfahren könnt ihr dann auch noch den berühmten Wassertempel besuchen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr an einer traditionellen Reinigung teilnehmen und euch selber mit dem heiligen Wasser die negative Energie einmal abspülen. An einem weiteren Tag würden wir dann in den Osten von Ubud fahren. Dort findet ihr nämlich die meisten Wasserfälle. So zum Beispiel der Kanto-Wasserfall ist ein richtig cooler Fotospot. Oder aber auch der Taman Sari-Wasserfall, der uns besonders gut gefallen hat. In 2 Stufen vor allem war da nichts los. Das Highlight an diesem Tag war aber definitiv der Goa Rang Reng Wasserfall. Das ist nämlich nicht nur ein cooler Stufenwasserfall, sondern ihr könnt da mit einem Local auch so eine halbe Stunde durch den Fluss aufwärts gehen und kommt dann in so einen coolen Canyon mit mehreren Wasserfällen und auch eine Schaukel. Das sah richtig cool aus und da war auch fast nichts los. Nachmittags könnt ihr dann noch im berühmten Monkey Forest vorbeischauen und den Affen quasi einen Besuch abstatten.
An einem weiteren Tag könnt ihr wieder in den Osten fahren, und zwar bis nach Siedemann. Das ist so ein Geheimtipp, muss man sagen. Dort findet ihr den Gembleng-Wasserfall. Das ist ein wunderschöner Wasserfall, weil er nämlich mehrere Pools bildet. Und diese Pools sind wie so Aussichts-, wie so Infinity-Pools mit einer Mörderaussicht auf den Dschungel. Das war echt ein richtig cooler Spot. Ist auch ein beliebter Instagram-Spot, muss man dazu sagen. Außerdem gibt es dort auch Reisterrassen, wo ihr quasi keine Touristen finden werdet. Das war auch richtig cool, dort ein bisschen durchzuschlendern, weil einfach nichts los war. Ja. Nachmittags. Also ich wollte noch sagen, auf dem Weg zurück, genau. Ich glaube, das wolltest du auch gerade sagen, könnte nämlich noch einen Stopp bei den schwarzen Stränden im Osten von Bali einlegen. Dort gibt es zum Beispiel ein Hotel, da kann man sich einfach einen Daypass kaufen und somit, wenn man für eine bestimmte Summe was konsumiert, einfach den Pool mitnutzen und den Surfern zuschauen. Das war eigentlich richtig cool, so den Tag noch ausklingen zu lassen. Und dann geht es mit dem Roller wieder zurück nach Ubud. Ja, dann für die Weiterfahrt von Ubud nach Mundug, da würden wir euch empfehlen, dass ihr euch einfach einen Tagesfahrer nehmt, denn dann könnt ihr nämlich noch zwei richtig coole Spots mitnehmen, die ihr sonst, wenn ihr einen direkten Fahrer bucht, nicht machen könnt, und der Preisunterschied ist wirklich minimal. Der erste Spot sind die Chatti Louie Reisterrassen. Das war unser Highlight so in Bezug auf Reisterrassen. Die sind wirklich riesig, sind auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ihr findet dort so verschiedene Wanderwege, wo ihr dann durch die Reisterrassen wandern könnt und wirklich mehrere Aussichten habt. Es gibt auch Warungs, wo ihr dann eine kalte Kokosnuss bei einem wunderschönen Ausblick genießen könnt. Und das zweite Highlight ist der Nung Nung Wasserfall. Das ist wirklich ein richtig mächtiger Wasserfall in so einem Dschungel, in so einem Kessel eigentlich, der total grün bewachsen ist, und auch der Wasserfall an sich ist richtig mächtig. Wenn ihr in Mundug seid, buchtet ihr euch da am besten ein Hotel mit Aussicht, denn Mundug ist ein bisschen bergig und man sieht dort nämlich dann auch die verschiedenen Vulkane. Die Landschaft dort ist wunderschön, es ist allerdings auch ein bisschen kühler, was aber sehr angenehm ist. Wir hatten da ein sehr günstiges Homestay mit einem wunderschönen kleinen Infinity Pool, das war perfekt für uns. Denn ansonsten ist man tagsüber eigentlich auch viel unterwegs, denn man kann sich dort vor allem die Wasserfälle anschauen. Wenn ihr euch zum Beispiel den Sekumpul-Wasserfall anschauen wollt, könnt ihr euch aber auch einen Fahrer für einen Tag nochmal mieten, denn die sind etwas weiter weg. Man fährt von Mundug aus ungefähr so eine Stunde. Aber der Sekumpul-Wasserfall ist eigentlich so der beeindruckendste Wasserfall auf Bali und vor allem auch der höchste Wasserfall. Ihr bucht euch dort einen Guide, oder ihr müsst euch sogar einen Guide nehmen, der euch dann zu zwei oder drei Wasserfällen, je nachdem welches Paket ihr bucht, bringt. Es gibt auch verschiedene Ausgangsorte, wo man loswandern kann. Wir haben euch das Ganze im Blog genauer erklärt. Die kosten so um die 10 bis 15 Euro Eintritt und dann steht man unten beim Sekumpul-Wasserfall und der stürzt sich halt so 120 Meter runter, mitten im Dschungel. Und wenn man unten steht, wird man, auch wenn man jetzt nicht direkt ins Wasser geht, sowieso klatschnass, weil es einfach überall sprayt. Auch der Hidden-Wasserfall ist ein bisschen so versteckter und wunderschön. Man kann jetzt nicht direkt baden, aber grundsätzlich ist die Kulisse einfach must-do. Und wenn ihr dann noch weiterfahrt, könnt ihr den Erlingerling-Wasserfall besuchen. Der ist etwas bisschen ins Gegenteil, das ist nämlich nicht naturbelassen, sondern es ist wie so eine Art Freizeitpark. Man kann nämlich dort über den Wasserfall runterrutschen. Es gibt verschiedene Sprungtürme, 5, 10 und 15 Meter. Also da kann man sich einfach austoben. Ja, und am nächsten Tag könnt ihr dann noch bei den Twin-Wasserfällen vorbeischauen. Die sind auch wunderschön und fallen so über verschiedene Stufen nach unten und sind auch ein bisschen grün bewachsen so zwischendrin. Sieht sehr, sehr cool aus. Und ein weiterer Geheimtipp ist dann noch die Mundug-Wasserfallwanderung. Ihr könnt da direkt von Mundug aus loswandern in so einem Tal, wo überall dichter Dschungel ist. Und immer wieder kommen dann aber verschiedene Wasserfälle und auch ein paar Local-Stände. Und da war einfach auch super wenig los. Es hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Weiter geht's jetzt nach Java. Und da hatten wir den Luxus, dass wir einfach eine fertige Tour gebucht haben bei Java Adventure Trail. Das hat auch super gut funktioniert. Die haben uns nämlich schon direkt im Mundug abgeholt. Dann sind wir mit der Fähre übergesetzt und dann hat uns ein Guide und ein Fahrer quasi weitergefahren. Das war auch so ein kompletter Tag, bis man da dann wirklich ankommt in der Region Ichen. Das ist nämlich dann am nächsten Tag so das Highlight, dass man quasi zum Sonnenaufgang den Ichen besteigt. Der Ichen ist daher so besonders, weil er einen blauen Säuresee im Krater hat und es sieht wirklich total surreal aus. Verrückt, ja. Auch wird dort noch Schwefel abgebaut, mit den puren Händen mehr oder weniger. Die Arbeiter kann man dann mehr oder weniger auch bei ihrer Arbeit sehen, bei ihrer harten Arbeit, das war auch crazy. Und zusätzlich könnt ihr dort das Blue Fire sehen. Das gibt es nur an zwei Orten der Welt. Und das Blue Fire ist wirklich auch spektakulär. Leider konnten wir dort wegen erhöhter Aktivität nicht hin.
Nachmittags geht es dann weiter Richtung Tumbak Sewu. Das ist so der beeindruckendste Wasserfall, den es, glaube ich, gibt in Indonesien. Den besichtigt man aber dann erst am nächsten Tag in der Früh, fährt man dahin. Dann kann man erstmal zur Aussichtsplattform spazieren und es sieht einfach surreal aus. Wir haben da auch die Drohne steigen lassen und im Hintergrund der Vulkan, ja, einfach crazy. Aber am besten wandert man dann auch noch runter über so einen Wasserfall. Das ist hier ein bisschen tricky, aber wenn man unten steht und dann einmal so diesen 180-Grad-Wasserfall um sich hat, das wird man so schnell nicht vergessen. Nachmittags fährt man dann auch wieder weiter und das Gute ist, man kann halt dann immer im Auto auch ein bisschen schlafen, weil man steht schon echt früh auf. Beim Bromo ist dann auch so, dass man dort erst schläft und am nächsten Tag in der Früh zum Sonnenaufgang fährt man dann zu dem Aussichtspunkt zum King Kong Hill, wo man dann hoffentlich bei gutem Wetter die wunderschöne Area sieht mit dem Mount Bromo mit ein paar anderen Vulkanen und danach fährt man dann mit so einem Vorbeifahrtschieb, also da wechselt man quasi das Auto, fährt man runter und kann dann auch nochmal zum Bromo-Kraterrand wandern um die 40 Minuten und in den Bromo reinschauen. Und das ist echt verrückt, denn der ist ständig aktiv und spuckt immer so Wasserdampf aus und brodelt auch. Also man hört das auch. Das war wirklich krass. Also ihr könnt ja keine Lava sehen, aber wie gesagt, ja, eben Wasserdampf. Dann geht es weiter oder die fahren einen dann noch weiter nach Surabaya. Das ist eine Großstadt auf Java. Da müsst ihr mal gucken. Entweder könnt ihr dann direkt nach Komodo noch fliegen oder ihr übernachtet dort einfach nahe am Flughafen und fliegt dann am nächsten Tag nach Komodo weiter. Und dann startet auch schon die dreitägige Bootstour und die ist wirklich auch mega cool gewesen. Also das war ein Highlight für sich. Ja. Man ist da entweder mit mehreren Leuten beim Open Trip oder im Private Trip. Die ganzen Infos findet ihr aber auch nochmal detailliert im Blogartikel. Und bucht die Tour auf jeden Fall auch im Voraus, vor allem zur Hochsaison sollte man sich früh genug drum kümmern, weil vor allem die Gruppentouren starten meistens am Freitag. Die starten nicht jeden Tag. Genau, genau. Und was erlebt man da jetzt? Also ihr habt eigentlich jeden Tag mehrere Schnorchelspots bei richtig coolen Riffs, wo ihr auch richtig große Fischschwärme seht. Einmal seid ihr sogar am Manta Point und mit etwas Glück seht ihr dann Mantas beim Schnorcheln. Wir hatten das Glück. Das war auch richtig cool. Außerdem seid ihr dann einen Tag natürlich auch noch bei Pada Island. Pada Island ist eine Insel mit drei Buchten, die drei verschiedene farbige Strände haben. Also ein Strand ist weiß, ein Strand ist schwarz und ein Strand ist pink. Später werdet ihr dann auch noch zum Pink Beach fahren. Sowas habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen. Nee. Also einen und er ist wirklich Strand. Pink. Das ist kein Photoshop. Man sieht dann natürlich auch noch die Komodo-Warane. Die gibt es nur, wie der Name schon sagt, in Komodo. Das sind die größten Echsen der Welt. Und abends fährt man zu so einer Bat Cave und da kommen dann tausende von Flughunden raus. Das war auch spektakulär. Ja. Man schläft natürlich die ganze Zeit am Boot und ist dort auch. Das ist natürlich jetzt nicht Luxus pur, aber es ist eine richtig coole aber Erfahrung. Aber die Fische, die Boote. Die Boote sind schon richtig fein und da gibt es auch wirklich luxuriöse. Und einfach auch mit den anderen Leuten ist es eine richtig entspannte Zeit. Nach der Komodo-Tour geht es dann wieder zurück nach Bali und nach so ein paar doch relativ anstrengenden Tagen ist man dann erstmal in Uluwatu. Dort kann man im Süden, das befindet sich im Süden von Bali und dort sind so die schönsten Strände von Bali. Da kann man dann bei einem Beachhopping auch mal wirklich ein bisschen entspannen. Wir können euch da zum Beispiel den Dreamland Beach empfehlen oder den Balangan Beach empfehlen. Beide sehr schöne Strände, wo ihr auch Liegen mieten könnt und einfach ein bisschen entspannen. Wenn ihr ein schönes Hotel habt, zum Beispiel können wir das Dream Sea Bali empfehlen. Das ist direkt in die Klippen rein gebaut worden. Das ist auch eine spektakuläre Kulisse. Da steht man am Morgen gleich richtig entspannt auf und dann auch beim Frühstück, wenn man da direkt so quasi am Wasser entspannt oder auch wer es ein bisschen luxuriöser möchte, das Bio Bio Hotel. Dort haben wir einen Tag verbracht mit einem Day Pass. Das ist wirklich auch crazy, weil es gleich mehrere, es befindet sich auf den Klippen und es hat gleich mehrere Pools mit wunderschöner Aussicht von den Klippen quasi auf das Meer. Dort habt ihr auch einen grandiosen Sonnenuntergang. Also das ist richtig cool. Da könnt ihr einfach so zwei Tage entspannen. Falls ihr ein bisschen Party machen wollt, das könnt ihr auch sehr gut in Uluwatu machen. Dort befinden sich nämlich die besten Beachclubs. Für die letzten paar Tage fährt man dann nochmal rüber auf die Schwesterinsel Nusa Penida, die auch zu Bali gehört. Die Fähren gehen los von Sanur und fahren dann innerhalb von 30 Minuten rüber. Am besten bucht man sich dann ein zentrales Hotel, dann kann man nämlich alle Hotspots ganz gut erreichen. Die Insel ist nämlich echt nicht groß. Ja. Und am besten erreicht man sie unserer Meinung nach mit dem Roller, weil dann hat man maximal die Flexibilität. Man muss aber auch dazu sagen, die Straßen sind mittlerweile überall geteert eigentlich. Es gibt nur ganz wenige ungeteerte Straßen. Aber durch die vielen Taxis und die schmalen Straßen ist es manchmal schon ein bisschen schwierig. Also ich fand es da mit am anspruchsvollsten. Dennoch würden wir es empfehlen,
wenn du quasi Roller fahren kannst, dass du es mit dem Roller erkundest, weil du dann eben gegen die ganzen Touriströme fahren kannst und die Spots für dich alleine hast oder zumindest mit weniger Leuten hast. Was kannst du jetzt konkret machen? Also einmal würden wir dir so einen Westloop empfehlen. Dort kannst du erstmal zum Broken Beach fahren. Das ist ein ziemlich cooler Küstenabschnitt, wo einfach ein riesiges Loch ist mit Steinbogen. Also das liegt direkt an der Küste und dann schwemmt quasi das Wasser so rein und das Wasser sieht total crazy irgendwie aus, weil der Untergrund so eine crazy Farbe hat anscheinend. Als nächstes kann man dann zur Gammert Bay weiterfahren. Das ist eine richtig coole alternative Bucht zur Crystal Bay, die doch ziemlich überlaufen ist. In der Gammert Bay gibt es einfach nur ein Warung und wunderschöne Palmenlandschaft und Liegeflächen. Schnorcheln kann man dort auch und es ist perfekt, um dort einen Tag zu verbringen. Zum Sonnenuntergang würden wir dann aber nochmal zum sehr bekannten Kelenkin Beach weiterfahren. Dann sind nämlich die Tourimassen schon wieder zurück nach Bali gefahren und du kannst zum Sonnenuntergang ganz entspannt oder auch vielleicht nicht ganz so entspannt, je nachdem wie du klettern kannst, zu dem Strand auch nach unten wandern. Dort musst du aber schon ein bisschen Trittsicherheit beweisen, aber es lohnt sich. Von unten sieht es wirklich spektakulär aus, genauso spektakulär eigentlich wie von oben, würde ich sagen. An dem anderen Tag kannst du dann eher noch so den Südosten erkunden. Das heißt, du fährst als erstes zum Diamond Beach. Den hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Da führt nämlich so eine relativ steile Steintreppe runter. Das ist nicht nur ein schönes Fotomotiv. Wir würden dir auch empfehlen, wirklich runter zu wandern. Frühmorgens ist da nämlich nichts los. Das ist zwar ein bisschen tricky auch, aber es lohnt sich dann unten am Strand zu stehen. Alternativ kannst du aber auch zum Subehan Beach fahren. Das ist die deutlich untouristischere Variante zum Diamond Beach. Der ist zwar sehr ähnlich, die Treppe dort nach unten ist sogar einfacher, aber auch ein bisschen länger. Aber mit etwas Glück hast du den Strand sogar komplett für dich alleine. Dann geht es weiter entlang der Steilklippen, gibt es nämlich noch ein paar weitere coole Aussichtspunkte, zum Beispiel den Manta Point. Mit etwas Glück kannst du da von oben sogar Manta sehen, wenn nicht, ist aber auch egal, denn an sich ist diese Steilklippenkulisse wirklich spektakulär. Und zum Sonnenuntergang geht es dann noch weiter zum Banha Cliff Point. Pack dir da am besten irgendwie eine Brotzeit oder irgendwas für ein Picknick ein, denn dort gibt es eigentlich keinen Warung, aber da kannst du wunderbar den Sonnenuntergang genießen. Und an deinem letzten Tag heißt es nochmal ab ins Wasser. Dort kannst du dann nämlich entweder schnorcheln oder tauchen mit Mantas. Es gibt dort nämlich ganzjährig Mantas, weil sich dort eine Cleaning Station befindet. Das heißt, da kommen die Mantas hin und die kleinen Fische fressen die ganzen Parasiten quasi von der Haut weg. Und deshalb kommen die dort auch ganzjährig hin. Von Januar bis April soll es nochmal etwas bessere Sicht sein und eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass man die aussieht. Aber es geht wirklich ganzjährig. Ob tauchen oder schnorcheln, kommt darauf an, was du kannst. Aber vor allem, manchmal hat der Schnorchler ein bisschen mehr Glück, weil die Mantas dann relativ seicht sind und manchmal hat der Taucher mehr Glück. Die Sicht dort ist nämlich relativ schlecht. Wir hatten beim Tauchen an dem Tag wirklich Glück, denn die Mantas waren unten und die Schnorchler konnten die Mantas eigentlich kaum sehen. Aber wir haben dann wirklich diese Riesen richtig schön sehen können, ja. So, das war's mit unserer dreiwöchigen Route oder Beispielroute. Und wie du schon siehst, Indonesien ist wirklich super vielfältig und es macht richtig Spaß, dieses Land zu erkunden. Wenn du jetzt etwas mehr Zeit hast, zum Beispiel 4 Wochen, könntest du die Reise natürlich auch noch erweitern. Entweder nimmst du zum Beispiel Raja Ampat noch mit, das ist so ein richtiges Taucher- und Schnorchlerparadies, das ist komplett remote, das sind ganz viele kleine Inseln, wo es nur ein paar Homestays oder auch Resorts gibt, aber wir haben nirgends sonst so schöne Korallenriffe gesehen und auch der Pia Nemo Aussichtspunkt ist einfach traumhaft. Oder du planst dir noch ein paar Tage auf Lombok ein. Lombok sagt man, das ist wie Bali vor 30 Jahren und nur mit schöneren Stränden und wir würden sagen, ja, das stimmt. Der Verkehr dort ist deutlich entspannter. 2 bekannte Ausgangspunkte dafür sind zum Beispiel Kuta im Süden. Das ist eher noch so ein Backpacker-Ziel. Man hat dort aber auch wunderschöne Strände zum Surfen. Oder Senggigi, da gibt es ganz viele Resorts. Da ist es schon ein bisschen mehr los und von dort aus kann man zum Beispiel auch eine Rinchani-Tour buchen. Der Rinchani ist der höchste Berg auf Lombok und der zweithöchste in Indonesien und bei einer 2- oder 3-Tagestour kann man dort hochwandern bis zum höchsten Punkt auf über 3700 Meter. Die Sicht von dort oben zum Sonnenaufgang ist natürlich spektakulär und auch der Blick in den Krater, denn dort sieht man zum einen den Kratersee und auch nochmal so einen Mini-Vulkan. Also falls ihr Bock habt zu wandern, macht es unbedingt.
So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben und auch gerne einen Kommentar da. Und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal, damit ihr künftig keine Videos mehr verpasst. Es kommen nämlich noch ein paar weitere Videos zu Indonesien und Bali. Oder schaut auch direkt schon bei unseren anderen Videos zu Bali und Indonesien vorbei, wenn ihr direkt weiterschauen wollt. Und in diesem Sinne wollen wir uns verabschieden und sagen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.